Guten Abend aus Kiel zu diesem Dienstagspiel der englischen Woche. Dritter Spieltag mit der KSV Holstein gegen die Sportfreunde Lotte live aus Kiel. An einem wunderschönen Abend. Wir freuen uns auf das Spiel. Zweier Mannschaften, die unterschiedlich gestartet sind. Der Aufsteiger aus Lotte mit dem bärenstarken Auftakt 3-0 gegen Werder, dann das 0-0 gegen Wien Wiesbaden ungeschlagen. Ganz anders Kiel. Sie wollten nach oben schauen. Im Moment 15. nach dem Unentschieden zum Auftakt und der Pleite am letzten Wochenende gegen Aalen. Jetzt also der erste Sieg, die klare Aufgabe gegen die Mannschaft von Ismail Atalan. Wir sehen unter anderem Torwart Benedikt Fernandes, Bernd Rosinger im Bild, der Mann, der das erste Drittligator machte dieser Mannschaft aus Lotte, und schauen auf die Startformation der Kieler Mannschaft mit einer Veränderung, weil Kapitän Chichos rot gesperrt nicht dabei ist, spielt heute Sieger Björnsson in der Startelf. Davor alles unverändert, Niarko Diholz, rechts Leverenz, links Janzer, vorne Sunny und Dominik Drexler, der neue Stürmer, der aus Aalen kam. Dann der Blick auf die Gäste vom Autobahnkreuz, Lotte Osnabrück, ebenfalls eine Veränderung, Langlitz nach Verletzung zurück in der Startelf. Dafür Schikowski draußen, Steinert links außen, rückt etwas nach vorne, Neidert dann links in der Verteidigung. Das also die kleine Veränderung bei Ismail Atalan, dem 36-jährigen Trainer der Sportfreunde Lotte. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Die Kieler wollen endlich den ersten Sieg, wollen endlich nach oben schauen, und Lotte sammelt Punkte, um den Abstieg möglichst lange fernzuhalten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist also die Ausgangsposition. Robert Kempter, Schiedsrichter heute Abend. Und dann also kann es losgehen am Dienstagabend. Toll gelauntes Stadion, fast ausverkauft. So sehen wir das hier, das Holstein-Stadion. Anstoß für die Kieler Mannschaft von links nach rechts. Lotte in weiß-blau auf das linke Tor an einem warmen, sommerlichen Abend in Kiel. Niarko. Luca Diholz kam aus Dresden. Die Transfers haben klar gezeigt, wohin es gehen soll mit Diholz, mit Peitz, der aus Karlsruhe kam, im Moment verletzt nach Ausfeld. Dazu Alexander Bieder, ehemaliger Sandhäuser, vorne Drexler. Viele Tore gemacht für Aalen. Sie wollten nach oben schauen. Vorgabe ist, in 3 Jahren nach oben zu gehen in die zweite Bundesliga. Das, was man vor 2 Jahren mal fast geschafft hätte. Vor einem Jahr war es in der Relegation gegen München. Freiberger. Danke, ist gut. Und ganz wichtig von Niklas Hoheneder. Bislang mit Problemen in der Innenverteidigung. Heute mit einem neuen Mitspieler, mit Sigurd Björnsson. Winterneuzugang der letzten Spielzeit. Ohne Kapitän Rafael Chichos. Eckstoß Lotte. Das ist Rosinger. Und fast das nächste Tor. Bernd Rosinger traf zum Auftakt gegen Werder. Bei diesem sensationellen 3-0 zum Auftakt beim ersten Drittligaspiel der Vereinsgeschichte. Lotte nach einem überragenden Jahr in der Regionalliga mit gerade mal 3 Niederlagen in 38 Partien sagt alles aus über die Stärke in der letzten Spielzeit. Sie wollen das bestätigen, haben das im ersten Spiel allemal geschafft gegen eine allerdings auch sehr schwache Bremer Mannschaft. Am letzten Wochenende viel gearbeitet, keinen Sieg erreicht, aber mehr Punkte als Kiel. Und das ist mit 4 Punkten nach 2 Spielen sicherlich ein Riesenerfolg für das Team, das ein Ziel hat, den Abstieg verhindern und ein weiteres Jahr Drittklassigkeit sichern am Lotter Kreuz. André Day. Gerrit Nauber, der Kapitän. Niarko. Ballverlust an Tim Wendel. Laufduell mit Hermann. Und Freistoß. Foul des Lotteraners. Tim Wendel gibt die erste gelbe Karte. Bislang eine ganz faire Partie. Und dann gleich das erste Foul mit Gelb geahndet. Tim Wendel, einer von 3 Mittelfeldspielern, zusammen mit André Day und Pires Rodriguez. Laufduell verloren gegen Hermann, dann reingegrätscht, und dafür gibt es dann gleich die Karte für den Mann auf der 6er-Position. Freistoß für einen ganz erfahrenen Kieler, für Rechtsverteidiger Hermann. Seit Jahren bei den Kielern dabei, vor einigen Jahren ja aufgestiegen aus der Regionalliga Nord. Seitdem abwechselnd nach oben und nach unten gespielt. Zweimal
ging es um den Klassenerhalt. Einmal dieses sensationelle Jahr, knapp Dritter geworden hinter Duisburg. Am Ende hat ein Tor in der Nachspielzeit in München den Aufstieg verhindert. Das hat im letzten Jahr geprägt, aber man wollte nach oben schauen. Gelingt im Moment noch nicht. Nächster Fehlpass raus für Luca Dürholz. Was für Neidhardt. Heute wieder links, weil Alexander Langnitz fit ist. Am letzten Wochenende spielte Neidhardt rechts, Steinhardt links in der Verteidigung. Der neue Mann, der aus München kam, von der Reserve der Bayern, und vorne Schikowski, Neuzugang aus Erfurt. Heute also wieder eine eingespielte Verteidigung mit vier Spielern, die in den letzten Jahren so gespielt haben. Mit Neidhardt, Nauberan und Langnitz. Und vorne Kevin Freiberger, Bernd Rosinger, das sind die gesuchten Spieler in der Offensive der Lotteraner. Freiberger lange Zeit beim VfL Osnabrück gespielt, beim großen Verein nebenan quasi. Aber es ist eben nicht nur der VfL Osnabrück in dieser Spielzeit, es ist auch Lotte, Gemeinde mit 14.000 Einwohnern, direkt neben Osnabrück in Nordrhein-Westfalen gelegen, an der Grenze zu Niedersachsen. Das in der dritten Liga spielt. Drexler! Ansatzlos, stark gemacht. Dominik Drexler, erster Abschluss der Gastgeber. Bislang keine Aufgabe für Benedikt Fernandes. Aber Kiel wird besser. Wieder Drexler, wieder aus der Distanz probiert. Und wieder kein Problem für Lottes Torwart. Klare Nummer 1. Benedikt Fernandes, ältester Spieler auf dem Platz. Bei den Gästen aus Lotte. Fehler von Steinhardt. Sané. Einziger Torschütze mit einem Traumtor zum Auftakt vor anderthalb Wochen gegen Frankfurt. Nach einer wunderschönen Hereingabe von links mit der Hacke verwandelt. Das allerdings das einzige Tor dieser Spielzeit für die Kieler Mannschaft. Vorne mit großen Spielern. Sané aus Paderborn bekannt, aufgestiegen damals mit André Breitenreiter dazu, Drexler, auch Dürholz aus Dresden. Sie alle haben es noch nicht geschafft zu überzeugen. Dazu späte Gegentore gegen Frankfurt und auch gegen den VfR. Das darf nicht passieren, Rosinger und Kronholm. Also das ist ganz gefährlich, Bernd Rosinger da in Szene zu setzen. Nach diesem heftigen Fehlpass von Hermann Kevin Freiberger. Rosinger gesucht, nochmal nachgesetzt von Wendel. Kriegt den Ball nicht entscheidend zurück fürs Tor, Tim Wendel, der Mann, der die gelbe Karte gesehen hat, die wir jetzt nochmal sehen, die Entstehung mit der Grätsche gegen Hermann. Aber das war eine klasse Idee von Wendel. Wenn er Rosinger findet, wird es brandgefährlich. So gibt es Abstoß für Kenneth Kronholm. War vor einem Jahr einer der besten Torhüter, verletzte sich dann schwer, fiel ein ganzes Jahr aus für die Kieler. Er ist im Schleswig-Holstein-Pokal zurückgekehrt und jetzt Nummer 1 wieder vor Robin Zentner, der im letzten Jahr gespielt hat. Es gibt Freistoß, Handspiel von Matthias Rahn. Drexler. Fernandes rausgefaustet, ganz sicher und sogar den Konter eingeleitet. Nicht ganz zu Ende gespielt, Pires Rodriguez, abgelaufen von Kohlmann.
Halbe Stunde gespielt. Noch keine klare Gelegenheit. Einmal Bernd Rosinger mit dem Kopfball, auf der anderen Seite Drexler mit Distanzschüssen, aber das alles noch recht harmlos. Aber jetzt vielleicht Sonny. Ganz gefährliche Flanke auf den langen Pfosten gezogen. Ich meine, es gibt Eckstoß, weil da ein Lotteraner noch dran war. So ist es. Leverenz beim Standard. Das war schön gedacht. Sané kriegt den Ball nicht ganz unterentscheidend gestört von Alexander Langnitz. Eckstoß für Holstein Kiel. Leverenz. Fernandes. Wieder von Janzer. So, was macht Rosinger daraus? Sigurd Björnsson. Jako. Früher in Dortmund gespielt, vor allem in der zweiten Mannschaft des BVB. Im letzten Sommer gekommen auf die Position der Doppelsechs. Kiel spielt ein 4-4-2-System mit zwei Spitzen vorne. Hermann. Leverenz, der Mann für die Flanken. Wieder Hermann. In die Arme von Fernandes. Also die Gefährlichkeit der Chancen im Moment doch mangelhaft bei den Kielern. Sie müssen doch deutlich bessere Chancen kreieren. Das ist klar zu erkennen. Flanken sind zu harmlos. Distanzschüsse ungefährlich für Fernandes. So bleibt die gefährlichste Chance der Kopfball von Rosinger in der Anfangsphase für die Gäste aus Lotte. Kiel muss sich etwas gedulden. Der Auftakt dieser Spielzeit wird härter als erwartet. Man hat sich ganz andere Ziele gesetzt. Man wollte um den Aufstieg spielen. Das ist allemal möglich, aber dafür muss ich klar verbessert werden bei der KSV Holstein. Einmal für die Sportfreunde Lotte. Die hingegen sammeln fleißig Punkte für einen am Ende Klassenerhalt, den man erreichen will. Flanke harmlos. Von André Day. Abschluss für Kenneth Kronholm. Einer der Gründe, warum Kiel vor einem Jahr ganz oben war. Auf Platz 3 hinter Bielefeld, hinter dem MSV Duisburg. Weil der Torwart eine ganz starke Spielzeit gezeigt hat. Sie haben gehofft, dass es so weitergeht mit Kronholm. Er ist nicht schuld. Es hapert vorne. Sonny. Kohlmann. Viel Erfahrung von Union Berlin. Luca Dürholz. Kohlmann. Gemäcklich nach vorne gespielt. Dann die gute Flanke. Und nicht ganz sicher verteidigt von Neidhardt. Probleme beim Linksverteidiger. Nächster Angriff der Kieler mit Hermann. Luca Diholz und Dominik Drexler. 3 Minuten Nachspielzeit. Nächste Chance. Flanke ist gut. Fernandes verschätzt sich. Das ist die Chance. Aufs Tor jetzt drauf. Luca Diholz. Beste Gelegenheit für Kiel. Weil sich Fernandes verschätzt. Aber den kriegt er nicht ganz. Das wäre die Chance gewesen, zum besten Zeitpunkt das Tor zu machen. Toll durchgesetzt von Leverenz. Und eine ganz gefährliche Flanke, bei der sich Fernandes komplett verschätzt. Glück für Lotte. Leverenz. So, das muss doch endlich mal beflügeln.
die beste Gelegenheit. Die ersten Halbzeit nochmal Sané raus für Leverenz. Steigert sich enorm. Ballverlust von Drexler und Day. Und das war Durchgang 1 in Kiel. Kein Tor in der ersten Hälfte. Der bessere Start für die Gäste aus Lotte. Dann kam diese große Gelegenheit eben für Kiel, die den Gastgebern Hoffnung machen kann. Allerdings müssen sie sich klar verbessern vorne. Wir sehen Niklas Hoheneder im Bild, den Innenverteidiger in der Anfangsphase mit großen Problemen gegen Rosinger. Sie haben weitestgehend die stärksten Spieler vorne aus dem Spiel genommen. Allerdings immer wieder Gelegenheiten zugelassen. Wir warten auf das erste Tor. Freuen uns auf Hälfte 2 in Kiel. Bis gleich.